Was geht ab? Willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Borderlands 3 mit dem Crazy Andy und dem Pumpgun Eddie. Yep, du meinst Big Boy Andy. Crazy Guy. Ja, wir müssen jetzt die Lilith ansprechen. Letzte Folge war ziemlich brutal, guckt euch das mal gerne an. Wir hatten den heftigsten Bosskampf gehabt. Ja, wir konnten leider gar nicht da eingreifen dann am Ende. Der Cutscene. Oh yes. Danke, dass du Ava sicher zurückgebracht hast. Du konntest nichts tun, sagt ihm. Wir standen nur daneben. Oh, masturbiert in der Ecke. Maya, sie ist weg. Lilith, du musst etwas sagen. Na schön, dann sag ich etwas. Ich kannte Maya, als sie noch gelebt hat. Da hat sie mir besser gefallen. Nein, das klang jetzt irgendwie falsch. Jetzt ist sie tot. Und so ist es nun mal. Wir können nur noch kämpfen, um sie in Ehren zu halten. Leute sterben in Kriegen. Haufenweise. Im Ernst. Mach die Augen auf, Leute. Deine Grabrede halte ich lieber nicht, Lilith. Keine Scherze, Tennis. Ich mache keine Scherze. Ich weiß, was ich bin. Eine brillante, rücksichtslose Wissenschaftlerin. Und ich weiß, was du bist. Denn alle auf diesem Schiff warten darauf, dass du was sagst. Und sie können erst zu den wichtigen Sachen zurückkehren, um diesen Haufen fliegenden Weltraumschrott am Laufen zu halten, wenn du es tust. Oh shit. Da hat jemand die Schnauze voll. Maya, ja. War nicht nur ein Crimson Raider oder ein Kammerjäger. Sie war Familie. Aber wir dürfen unsere Mission nicht aus den Augen verlieren. Wir werden die Kammern öffnen. Dann bedeutet ihr Tod etwas. Alle zurück auf ihre Station. Die Kammern öffnen? Mehr hast du nicht zu sagen? Maya okay. Ist tot, weil du die Kammern öffnen wolltest. Wir sollten die Kalypsos jagen und dafür büßen lassen, was sie getan haben. So leicht ist das nicht. Boah, hier, deine Kollegin geht weg. Hier. Genau. Ihre Geschichten drehten sich um dich. Du hast Pandora gerettet. Claptrap, wo willst du hin? Du hast Handsome Jack getötet. Clappotreppo. Deine Rolle ist Firehawk. Ich kenne meine Rolle nicht. Dann finde es heraus, Lilith, bevor noch jemand deinetwegen stirbt. Kammerjäger, sieh nach, ob es ihr gut geht. Ich bereite alles für den Sprung nach Eden. Was bin ich hier? Stand hier gerade noch so im Weg, dass sie nicht weglaufen konnte. Ich bin dann so zur Seite gegangen, dann ist sie hier rausgerannt. Guck mal, wir können mit der sprechen oder auch nicht. Aber lass mit Ava sprechen, dann machen wir ein paar Punkte mehr mitnehmen. Okay. Hier, Ava, das haben so Nebenmissions. Shit. Ava. Oh, hey Kammerjäger. Hey Kammerjäger. Es gibt nicht viel zu sagen. Das hier ist Krieg. Menschen sterben im Krieg. Eines Tages, wenn du alt genug bist, saufen wir uns die Hucke voll und singen Lieder über sie, bis wir heißer sind. Ja. Yeah. Danke. Du hättest nicht mit mir reden müssen, aber ich bin froh, dass du es getan hast. Hier, das gehörte ihr. Sie würde wollen, dass du es bekommst. Hey, ich bin auch ich hier. Bin sicher, boah, sie ich will es haben. Für den Sprung nach Eden 6. Du solltest da oben sein. Ich glaube, ich muss eine Weile allein sein. Tu das, okay, boy. Dann müssen wir wieder jetzt so. Wir kriegen die Belohnung erst, wenn wir die Mission abgeschlossen haben. Also mit der Lilith gesprochen haben, vermute ich mal. Okay. You feel me, Homie G? Ich spreche dir mal an. Kammerjäger, gut, du bist hier. Wir müssen Kurs auf Eden 6 nehmen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lilith, wir erhalten eine Erfahrung! Ja. Oh, Kleppo. Was jetzt? Hey, Idioten! Anscheinend haben wir euren Heulpreis gestört. Ja. That's better. Stimmt's? Ah, was für Erinnerungen. Unsere Anhänger lieben es. Wir haben Rekordzugänge. Die Kräfte eurer toten Sirene sind die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Ich facelocke mir schon den ganzen Tag Weintrauben in den Mund. Lecker. Oh, Freunde. Immer einen Schritt hinterher. Was, Lil? Man sieht sich an der nächsten Kammer. Und das reibt sich überhaupt nicht auf Schmähenschmecks. Tschüssi! Geil. Ich weiß nicht, ob diesen Monstern irgendwas oder jemand wichtig ist. Und das macht sie so gefährlich. Tennis sagt, die Kammer unten auf Promethea ist irgendwie mit einer auf Eden 6 verbunden.
Wenn die Kalypsos. Oh boy, wir haben jetzt vier Slots. Ich habe den vierten Slot, ja. Müssen diese Monster erst an uns vorbei. Zum Glück haben wir einen Freund in dem Gebiet. Claptrap, gib mir Hammerlock auf den Bildschirm. Kulapu, Churapu. Und ich habe auch über 1000 Schilder endlich mal. Was, krass. Wie viel Leben hast du? 300. Die sind nicht gerade ganz voll gerade. Ich habe ungefähr. Ja. 400? 6 Achtel oder so? Ich habe 628 Leben. Oh, cool, nicht schlecht. Also. Wo ist hier dieser Umziehautomat? Ich wollte da mal hin, weil wir haben ja ohne Ende Skins aufgesammelt. Ich wollte mal gucken, was es da so Neues gibt. Stimmt. Schon auf Eden 6. Kammerjäger, hier rechts, glaube ich, oder? Das hier? Und finde heraus, was da unten oder links gibt. Oder rechts? Da vorne, lass mal da vorne gucken, ja. Was ist das für ein Dino hier? Der kann ein Pfeil, das scheint neu zu sein da. Ach, das ist gar nicht hier, ne? Wir müssen wieder runter, glaube ich, oder? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Ey, das ist immer so, jedes Mal die gleiche Scheiße hier. Ah, ich glaube hier irgendwo. Wow. Ja, das ist hier der Automat. Ah, der Boyer Skin Guy hier. Interessant. Wow, was für krasse Skins haben wir hier bekommen. Der totale Hammer, wa? Richtig geil. Was ist das hier? Ach, verlorene Beute holen. Weißt du, was das ist hier? Was denn? Wenn wir irgendwas wahrscheinlich, glaube ich, nicht aufgenommen haben in den letzten, was gedroppt wurde, so ist, weißt du? Da kann man sich hier wahrscheinlich das so zurückholen, so ein bisschen. Ach was so. Was so gedroppt ist, weißt du, die letzten, Missionen oder wie auch immer. Kann man das hier wahrscheinlich holen. So, ja, ich bin eigentlich fertig. Ich will mal eben gucken, verlorene ob ich... Beute. Boah, viel zu teuer, ey. Ja, da ist bei mir hier auch einiges. Oh, damn. Was ist das für eine starke Sniper, ey? Sollen wir mal diesen Iridium-Typen da unten mal gucken? Ja, wieso nicht? Weil wir haben jetzt ein bisschen Kohle gesammelt. Wir müssen, glaube ich, ganz nach unten irgendwie so, ne? Oder? I don't know, though, aber ich habe keinen Pileboy. Ah, hier. Hier runter. Ups. Oh, Mann, ey, häng ich da fest. Ich hänge auch fest. Ja. Cooler Hut oder was hast du da bleibt? Geil, ne? Guck mal. Boah, ist ja voll der Hammer, Alter. Ja, boah, du siehst auch geil aus mit deiner Russenmütze. machen wir das bei dem? Ach, hier kannst du nur Shit kaufen bei dem. Müssen wir hier kaufen. Was hat er denn so? Ach so, nur Skin. Ja, das ist genau das richtige Boy für dich, oder? Ja, genau. Ey, hier ist auch nur Müll irgendwie. Aber ich hätte gerne eine geile Soul Rifle. Du hast nicht zufällig eine geile Soul Rifle, die du mit dem Boy spendieren könntest? Soul Rifle? Ne, sorry, hab alles eigentlich verkauft. Was ist meine vierte Waffe denn jetzt? Ich habe gar nicht gecheckt gerade. Warte mal. Ach, hier ist der Waffenautomat von dem. Ja, ja. Boah, die sind aber teuer, ey. Ja. Ja, so ein Bischof. Ein Bischof ist gut. Mit dem Geld könnte ich nur eine Waffe hier kaufen. Ja, das ist eh nur scheiße. Ich weiß nicht. Irgendwie... weiß nicht. Navigiere nach Eden 6. Der hat hier eine Waffe, die hat 340 Objektpunkte. Boah. Aber ich habe 2 Iridium zu wenig, um die zu kaufen. Der Boy. Ich hätte bestimmt genug, aber ich habe keinen Bock auf die Waffe. Ich hätte da eh nur scheiße gehabt. Ach, das ist doch der real Pro-Shit, wenn man mit den Scheißwaffen auskommt. Ja, das stimmt wohl. So, wo ist jetzt hier unser nächstes Ziel? Ich mach das schon mal navigieren, wa? Eden 6. Ja, mach mal damit bitte. Damit wir schon mal fliegen. Ich werde mich hier niemals auf diesem Flugzeug oder Raumschiff hier zurechtfinden. Hörst du eigentlich, dass wir fliegen gerade? Ich merk's, weil alles hier am Vibrieren ist. Okay, ja. Wir sind jetzt bei Eden 6. Na dann. Wir sind jetzt da. Benutzt die Landekapsel. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, wieder zurück, Boy. Zurück, okay.
Ja, irgendwie so. So nach links hier irgendwie, kein Pfeil. Warte mal. Ich guck mal, die haben wir doch schon mal benutzt. Hier irgendwo. Laut dem Dings, hä? Hey. Don't know though. Dingaroo? Ach, unten. Der ist unten. Ah ja, wir müssen noch weiter runter. Nee, nicht hier, oder? Ah, doch. Oder? Kein Plan. Noch weiter runter. Pro Gamer auf nächsten runter. Level hier. Ja, ja. So, hier auf der Ebene ist das. Mhm. Ah, ich hab's. Ah, okay, ich komme. Nice, Boyski. Ich hab hier doch was gefunden. Ja. Yeah. Flotmoor Basin. Oder Basin. Oder Flut. Oder Moor. Oder Moor. Flutmoor. Flutmoor. Basin. 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 Basil Hawkins. Eden 6. Ach, das ist doch hier aus dem Benchmark bestimmt. Ah, stimmt, ja. Ist recht. Oh shit. Kammerjäger, ich wünschte, ich könnte dir das gebührende Jacobs-Willkommen auf Eden 6 geben, aber diese KDK-Teufel sind überall. Ich sitze mit ein paar Überlebenden im Jagdhaus meiner Familie fest. Die Vorräte gehen uns aus und wir sind umzingelt. Ich brauche deine Hilfe. Hier ist einfach so eine unsichtbare Mauer. Echt? Ich mach kein Shit, dass es sowas noch gibt in Games. Hey, ist die Waffe so leise? Guck mal, warte mal, hörst du die Waffe, wenn ich schieße? Guck mal. Guck mal zu mir. Ich höre nur. Piep, 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 piep. Hey, ich höre also schon leise. Aber die hört sich eigentlich normal an, wie andere Waffen auch. Echt? Ich höre gar nichts. Die höre ich, ja. Komisch, naja, wir müssen in eine andere Richtung, glaube ich. Oder willst du da hinten ja, mal checken? Ja, hier ist eine Sackgasse. Ich wollte mal hier gucken, ob irgendwas versteckt ist. Wahrscheinlich eh nicht. Wahrscheinlich Nahkampf-Veru? Ah, nee, nix. Nix. Hier ist einfach mal nix. Nichts oder nichts? Okay. Nichts, dann, nichts. Dann gehen wir weiter. Was ist das hier? Nein, das. Okay. Ja, cool. Zumindest haben wir jetzt 4 Slots. Das macht Sinn, die vierte vielleicht so eine richtig starke Granatwerferwaffe oder Raketenwerfer-Scheiß, weißt du, damit wir im Fall der Fälle uns retten können, wenn wir neues Leben brauchen, so, weißt du, am Boden liegen. Wenn es mal hart auf hart kommt. Ja, was irgendwie harte gefühlt jede Kampf vorkommt. Ey, weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben ja Skillpunkte noch, die wir ausgeben können. Ich habe 3 Stück gerade. Aber diese KDK-Teufel haben sich im System breit gemacht wie eine Seuche. Und nur auf Befehl dieser Kalypso-Bastarde. Sie haben meinen Vater getötet, weil er ihnen die Kammer nicht überlassen hat. Und jetzt sind sie hinter mir her. Gesundheitsregeneration. Ich finde Gesundheitsregeneration ganz geil. Ja, auf jeden Fall. Sehr wichtig. Oh, wir müssen jetzt runter, Jumpu. Ah, hier kann man Karren, glaube ich, holen. Hier ist ein Ausrufezeichen, irgendeine Nebenmission. Jo, nimm mal an. Was ist denn mit der los? Oh, diese armen Schweine. Hey, Kammerjäger, hier drüben. Ach, die lebt gar nicht mehr wahrscheinlich. Krass. Oh, shit. Ja, komm, lass mal mit dem Ride dahin fahren. Yeah. Oh, yeah. Ich will mal kurz gucken, ob ich hier auch irgendwas Neues hab. Ein neues Ride. Raidu. Kann ich nicht hoch, ne? Nee, gar nichts Neues. Nee, keine neuen Karren, aber. Naja. Okay, ich guck mal auf die Map eben. Schauen wir mal eben die Map an. Oh, ist doch direkt hier direkt. Hä? Doch nicht? Das ist jetzt, ja, hier rechts. Rechts. Warte mal, ich wollte mal gucken, was hier so. Okay, da ist irgend so eine Art Tunnel. Ja, da geht's nicht weiter. Wir müssen ja zu Fuß. Also, da könnten wir zu Fuß. Ich glaube, da müssen wir nachher bestimmt eh hin. Mhm. Das ist die Stadt Reliance. Oder sie war es. Heimat unserer besten Waffenschmiede. Außerdem wichtig für unsere Holzproduktion. Wenigstens muss mein Vater nicht mehr erleben, wie alles in die Hände dieser Banditen fällt. Achso, da schießt auf welche. Ich hab die gar nicht gesehen. Tja, boah, stell mal deine Auflösung höher. Nee, Quatsch.
Boah, guck mal, der Ort hier heißt Knotty Peak. Was heißt das, Knotty? Knotty Peak, ja, keine Ahnung. Knott. Knott? Ach so, dieses komische, ja, Knott, ja, ja, das ist so komische Beleidigung für einen Nerd oder so, nee, oder irgendwie sowas in dieser Richtung, ja, ich ja. So, kein Peil, schwer zu erklären, ja. Guck mal, boy, meine Müllwerferwaffe hier, ey. Heftiges Teil, Mann. Ups. Boah, Maus down oder was? Nee, ich dachte, man kann das Ding umfahren. So. Knotty Peak. Auf dem Gipfel. Wir wehren diese Teufel so gut es geht ab, aber ich schlage vor, du beeilst dich. Sure, sure, mach dann, wir kommen schon. Müssen wir den Boys hier retten, ey. Oh, oh nein! Große Kammer rot! Jacobs! Warum brenne ich? The fuck? Solange ich eine Jacobs Rotflinte halten kann, werde ich. Ach, das ist der Hersteller von der Waffe. Kommt schon, ihr Schlammlutsch. Ach so. Ich hab diese Jacobs Waffe, weißt du? Ja. Ich bevorzuge ja eher Meridian-Waffen. Ja, stimmt, hier gibt es ja verschiedene Hersteller. Ich nehme einfach die, die am besten immer ist für mich. Ich habe jedenfalls ja. Keine Beschwerden gehört. Ja, wir müssen dahin. Aber die haben das. Hä? Was? Die sind so. Achso, das ist oben. Die haben aber die Stimmen echt gut gemacht hier im Spiel. Muss man sagen, hier Synchron-Shit und sowas. Ja. Ich weiß nicht, wie lange wir diese KDK-Fanatiker noch hätten aufhalten können. Was heißt KDK eigentlich? Kinder der Kammer. Aha, und der Boy, hat jemand hier aufgepasst beim Spiel oder was? Ja, klar. Zwar kein Bier, heftiger aber auch nicht Dude, schlecht. Ey. Das sind ja diese hier. Spinner meinst du? Zwei Geschwister da. Mhm. Das ist ja deren Gang. So, ja, stimmt. Wieder was gelernt, weißt du? KDK. Game, was ist eigentlich KDK? Auf Englisch wahrscheinlich Children of the Wall. Ja. C-U-V. Wow, was ist los hier? Ich will gerade GC. Oh. Stimmt, es gibt auch Waffen von dem Hersteller. C-O-V. Ach, echt? Okay. Ja. Nee, cool Jacobs. Gemacht. Jacobs. Ja, der Jacobs. Yes, der Jacobs. Nee. Kammerjäger, du hast mein verdammtes Leben gerettet. Die Gewille hier. In deiner Schuld. Reden wir. Sure. Ich bin Wainwright Jacobs, aber ich fürchte, mehr als meinen Namen habe ich nicht mehr. Diese Teufel haben mir alles andere genommen. Naja, komm rein. Wie sehen seine Augen denn aus, ey? Nimm dir ein paar Schusswaffen. Ich habe aus der Privatsammlung meines Vaters genommen, was ich konnte. Wo er kann sie hier, ja nicht was? Mehr benutzen. Diese Kalypso-Teufelszwillinge haben ihn ermordet und mir alles genommen. Boah, okay, die können wir noch gar nicht benutzen, ey. Wärst, wäre ich wohl auch schon so gut erledigt. Sind die? Level 22, teilweise. Krass. Diese Teufel nutzen ihn als Faustpfand, bis ich den Kammerschlüssel ausrücke. Und genau darum bist du auch hier, oder? Bingo. Diese Kammer war über Generationen ein Familiengeheimnis. Wir wollten nicht, dass unser Paradies zerlegt wird wie Promethea und Pandora. Wo eine Kammer ist, da ist ein Krieg. Nach einem Moment habe ich größere Sorgen als mein Familienvermächtnis. Nehme ich dir auf. Alistair Hammerlock, die Liebe meines Lebens. Wenn sie ihn töten, habe ich. Wir sollten lieber zuhören, mal was er sagt. Die Liebe meines Lebens? Das ist ein Typ, dieser Hammerlock. Echt? Ja. Mit einer Jacobs-Waffe als Verhandlungsführer. Und genau das werden wir tun. Der Kult hält Alistair in einem Gefängnis gefangen, das sie den Amboss nennen. Ich habe schon ein Söldnerteam losgeschickt, um ihn rauszuholen, dann aber nichts mehr von ihnen gehört. Rette Alistair, dann besorg ich dir den verdammten Kammerschlüssel. Okay? Jo. Yep. Wollte schon immer die andere Seite eines Gefängnisausbruchs erleben. Sehr gut. Das Muskelpaket des Teams, Codename Meat Slab, sollte in diesem Moment den Fluchtweg sichern. Er wird beim vorderen Gefängnistor sein. Finde ihn oh, und shit. Hol ich hab ein paar gute Alistair Waffen jetzt bei hier. Ich halte die Stellung und beschütze, was von meinen Leuten ja, sehr übrig gut. Ist. Du hast zufällig nicht einen Granatwerfer oder so? Nee, ich habe einen Raketenwerfer. Also willst du ihn haben oder was? Oder sowas, ja. Ja, kann ich dir geben, warte mal. Wenn du so gütig wärst. Aber seine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht groß, gerade wenn es gilt, Schläge auszuteilen. Dayum Zuka heißt das Ding noch. Bin ich das?
Wie heißt sie? Dayum Zuka. Geiler Name. Übel, ey. Ja, die ist nicht schlecht. Boah, ich habe jetzt eigentlich relativ gute Waffen, finde ich. Wenn jetzt Level 22 komme, dann kriege ich noch bessere. Der hat so ein bisschen besser dann. Okay, cool. Mal ausprobieren. Was habe ich denn für Waffen jetzt hier? Also, einmal die hier. Das ist deine. Damned. Nur, dass das mal klar. Okay. Die ist geblieben. Nee, das ist auch ordentlich schneller. Okay. Yeah, endlich mal, ey. Nice, okay. Achso, hier haben wir noch. Was haben wir hier? Munikiste? Oh, gut. Sehr gut. Und hier Netz. Alles voll machen. Oh boy, und ich glaube, bevor wir hier in den Aufzug reinsteppen, müssen wir mal noch einen Cut machen. Oh yeah. Lass mich noch eben das hier mal anschauen und dann. Weil hier ist ein Schild-Dings. Boah, guck mal, Alter. Hier ist einer, hier so ein Schwarzer, den sieht man hier gar nicht im Dunkeln. Oh, man sieht nur da. Seinen Augen. Krass. Krass. Okay, ja gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Haut rein, ciao.